das Auto in die Garage fahren? Aber vorsichtig sein. Herr Walz, ich brauche den Schlüssel, den Autoschlüssel. Ja, ungern. Der Herr Walz ist da. Da bist du ja. Ja, wie angedroht. Sehr schön, dass du da bist. Wollen wir gehen? Unbedingt. Wunderbar. So, wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt einfach Richtung Aufzug und dann fahren wir runter. Oh, wo hast denn die Maske her? Internet. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Innovation ist. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass es für den begeisterten Fahrer wirklich einen Fortschritt bedeutet in seinem Fahrverhalten. Aber dahinter verbirgt sich eine Systeminnovation, wenn ich das mal so sagen darf. Sieht aus wie ein SUV. Eigentlich ein SAV, Sports Activity Vehicle. Das ist mein CS, Sports Activity. Willst du dir das mal anschauen? Ja, deswegen sind wir hier. Ja. Und? Das interessiert mich. Ja, das ist eben kein Kühlergrill mehr. Der kühlt nicht, der grillt nicht. Und dahinter verbergen sich die Komponenten für die autonome Fahrfunktion. Und wie heißt das jetzt? Motorhaube ist es keine mehr. Fronthaube. Damit wissen wir, wo das Auto vorne ist. Kommt da was rein oder kommt da was raus? Waschwasser rein. Ja, du hast den Blick fürs Wesentliche. Klare Linien, pure Eleganz, ohne laut zu sein. Das ist ein bisschen wie bei meinem CS. Guter Stichpunkt. Dieses Zusammenspiel zwischen diesen sehr schmalen Leuchten und dieses Eingezogene machen das Auto leicht und nicht so wuchtig, wie wir es vielleicht von einigen SUVs gewohnt sind. Ist ja kein SUV, es ist ein SAV. Deswegen. Na, wenn ich so an der Ampel stehe, und dann sehe ich das. Und zwar flott. Ja, Auspuff gibt es natürlich auch keinen mehr. Kein Auspuff. Ja, Diffusoren. Gibt nichts zum Auspuffen. Also die Idee dieses Autos ist natürlich schon auch, die individuelle Mobilität neu zu erfinden. Magst du dich mal reinsetzen? Dass du endlich fragst. Bitte sehr. Ei. Weißt du, solche Systeme, die sich Autos nennen, die müssen auf Kunden wirken. Fühlst du dich wohl? Ich gebe es noch nicht zu. Kommt noch. Was alles losgeht, ist ja toll. Du kannst das alles über Sprachsteuerung einstellen. Du kannst sagen, wo du hinfahren müsst. Du kannst auch sagen, mir ist zu kalt und zu warm. In den ersten Wiener Gemeindebezirk direkt zum Café Havelka. Bitte, danke. Darf ich mal probieren, wie weit der Sitz zurückgeht? Weil dann lege ich mich gleich mal schlafen. Auch das könnte man tun. Wunderbar. Klingt gut. Ist anders, oder? Ja, schon. Das ist ja das. Kommst du mit auf den Kaffee? Kann ich noch ein bisschen hierbleiben? Gerne. Bist herzlich eingeladen. Danke, bis gleich. Bis gleich. Herr Walz, fahren wir jetzt endlich zum Café Havelka? Ja,